Löse für a und überprüfe dein Ergebnis. Und wir haben hier die Gleichung a plus 5 ist gleich 54. Wir haben also irgendeine Zahl, eine Variable a. Und wenn wir 5 zu dieser Zahl addieren, dann erhalten wir 54. Immer wenn wir so eine Aufgabe sehen, wollen wir die Variable, in diesem Fall das a, allein stehen haben. Auf der linken Seite haben wir aber gerade a plus 5. Das heißt, wir müssen irgendwie diese plus 5 loswerden. Und wie wird man am besten plus 5 los? Meistens, indem man 5 abzieht. Also ziehen wir doch 5 ab. Aber aufgepasst, wir haben ein Gleichheitszeichen. Das heißt, alles, was wir auf der linken Seite machen, müssen wir auch auf der rechten Seite machen. Also ziehe ich auch hier 5 ab. Was bleibt jetzt übrig? Nun ja, auf der linken Seite haben wir nur noch das a plus 5 minus 5 ist 0. Das kürzt sich weg. Noch das a. Und rechts haben wir 54 minus 5 und das sind 49. 49. Und jetzt steht in der Aufgabenstellung noch, überprüfe dein Ergebnis. Und das kann ich machen, indem ich dieses a, diese 49, hier oben einsetze. Und was steht dann da? 49 plus 5 und das sind tatsächlich 54. Kommt also alles richtig raus. Wir haben richtig gerechnet.